Ihr erinnert euch ja sicherlich daran, dass viele von euch in den Kommentaren sich immer wieder wünschen und auch gewünscht haben, dass ich Minecraft spiele. Trotz den netten Versuchen von Basti und von Reefed bin ich einfach nie in das Spiel reingekommen. Interessanterweise gab es allerdings mal einen Minecraft Story Mode und da wurde ich ein bisschen hellhörig, denn ich liebe eigentlich Story Games, die gut sein sollen. Denn ursprünglich hatte ich die Idee, vielleicht kommen wir ja in Minecraft rein, wenn das Ganze eine Story für mich hat. Nun ja. Das Problem ist, das Spiel gibt es leider nicht mehr. Dazu hat Shisoya nämlich ein sehr interessantes Video gemacht, das wir uns jetzt anschauen. Deswegen einmal die Frage an dich. Hast du Minecraft Story Mode gespielt? Wenn ja, wie fandest du es? Wusstest du überhaupt was davon? Und spielst du Minecraft oder bist du eher jemand, der sagt, ne, gar nicht meins, ich spiele lieber Roblox oder ganz andere Games? Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Originalvideo in der Beschreibung. Und wenn ihr auch mal Story Games live mitverfolgen wollt, dann schaut hier bei Twitch bei mir vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Minecraft Story Mode war das erste Spin-off-Spiel im Minecraft-Universum und meiner Meinung nach auch direkt ein ziemlich spaßiges. Ich mag einfach dieses Prinzip von Story-Games, in denen man den Spielverlauf mit seinen Entscheidungen beeinflussen kann und wenn es sowas dann auch noch als Minecraft-Spiel gibt, catcht mich das sowieso. Und anscheinend gab es auch eine Netflix-Version davon. Doch die Meinungen waren tatsächlich ziemlich gespalten und mittlerweile kann man das Spiel nicht mal mehr wirklich erwerben. Habe ich gar nicht mitbekommen und ich habe es euch ja schon oft gesagt, ich komme in Minecraft nicht rein. Also mich huckt's nicht. Es ist ähnlich wie GTA RP. So viele Leute sagen, ja, mach doch mal GTA RP, bestimmt lustig. Es gibt einfach Spiele und Spielmodi, die einfach nichts für mich sind. Aber tatsächlich muss ich sagen, es gibt ja, glaube ich, einen Story-Mode in Minecraft. Also jetzt nicht den Story-Mode, aber so ein bisschen Geschichte gibt es ja, glaube ich, schon. In diesem Video schauen wir uns also rückblickend die Geschichte von Minecraft Story Mode an, die guten und schlechten Seiten des Spiels und wieso es mittlerweile leider nirgendwo mehr verfügbar ist. Minecon 2015. Minecraft Story Mode wird als episodenbasiertes Abenteuer angepriesen, in dem man seine Geschichte durch eigene Entscheidungen bestimmen kann. Viele haben sich dann also zu Recht gefragt, wie man überhaupt eine spannende Story aus so einem Spiel wie Minecraft machen kann, und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Man erschafft einfach ein separates Universum, was aber trotzdem in der Minecraft-Welt spielt. Die Story von Minecraft Story Mode hat an sich nämlich nicht viel mit dem originalen Minecraft zu tun. Zu Beginn des Spiels nehmen Jesse und seine Freunde an einem Bauwettbewerb teil und finden dabei heraus, dass ein geheimes Labor im Untergrund existiert. Hier wird ein River mit einem Command-Block in der Mitte von einem gewissen Ivor gebaut, der dann später auch diesen River freilässt. Eigentlich wollte er ihn danach direkt wieder zerstören, was aber nicht wirklich funktioniert hat. Irgendwie weird. Ich weiß ja nicht. Es wird tatsächlich nur noch schlimmer, da der River nach kurzer Zeit zu einem River-Sturm wird, der die gesamte Stadt zerstört und unzählige Menschen verschlingt. Jesse und seine Freunde schaffen es aber irgendwie noch in den Nether zu fliehen und ab dem Punkt beginnt das Spiel erst so richtig. Ja, ich finde, wenn man das jetzt mit Freunden spielen könnte, wäre es ja eigentlich ganz cool. Ich bin ehrlich, als Kind fand ich den Anfang wirklich beeindruckend und auch heute lässt sich das noch sehen. Jesse und seine Freunde möchten jetzt also den River-Sturm aufhalten und suchen den Orden des Steins, da dieser damals als erster und einziger den Enderdrachen besiegen konnte und sie sich erhoffen, dass der Orden das beim River-Sturm auch schaffen kann. Ach ja, das Spiel wurde übrigens von Telltale Games entwickelt und das merkt man definitiv. Telltale Games ist zum Beispiel für The Wolf Among Us oder für die The Walking Dead Spiele bekannt. Die werden wir auch noch spielen. Ich will euch nicht sagen wann, weil ich werde die ganze Zeit gefragt, aber The Walking Dead werden wir auf jeden Fall noch die Teile spielen. Nagelt mich nicht drauf fest, sie sind eingetragen, aber das möchte ich auf jeden Fall. Alle auf Entscheidungen basieren. Meistens verändern die Entscheidungen die gesamte Story des Spiels und ab und zu gibt es eben auch noch sowas wie Rätsel oder Quicktime Events. Und ja, ich mag das Prinzip. Minecraft Story Mode setzt das meiner Ansicht nach auch ziemlich gut um, da Mechaniken aus Minecraft, wie zum Beispiel das Craften oder das sah cool aus. Das Bauen im Spiel integriert sind, was vor allem für Fans echt cool ist. Auch die bekannten Mobs sind echt gut in Szene gesetzt und ich mag es, dass hier auch komplett neue Custom-Mobs eingeführt werden. Vor allem finde ich, die sieht aus wie Thaddeus, finde ich die Gegend auch relativ gruselig. Ich fand doch gerade ganz am Anfang dieses Ender-Monster-Sturm-Ding sehr, sehr unheimlich gemacht. Fand den Baumodus viel cooler, also bin gespannt, warum es nicht geklappt hat am Ende. Das Problem an Minecraft Story Mode ist aber, dass die Entscheidungen nicht wirklich viel an der Story verändern, was für so ein Spiel echt suboptimal ist. In einer Szene muss man sich zum Beispiel entscheiden, ob man entweder Petra oder Gabriel vom River-Sturm rettet und die andere Person wird dann eben vom Sturm verschlungen. An sich sollte das ja eigentlich echt viel am Spiel verändern, wenn der Charakter später nicht wiederbelebt werden würde.
Ja, genau das passiert leider. Ja, ist ja wie bei Until Dawn, ne? Dass dann wirklich, wenn du dich dafür entscheidest, dass du eine Person nicht rettest, die Person dir das später wirklich übel nimmt, wenn sie überlebt. Also solche Sachen, es gibt echt viele Games, die ich gut finde, die dann Entscheidungen reinbringen, wo sie sagen, ja, das Spiel hat auch Auswirkungen auf deine Entscheidung und am Ende hat es gar keine Auswirkungen. Also ich finde gerade Spiele wie Man of Medan und Until Dawn, die lassen dich wirklich deine Entscheidungen bereuen, wo du wirklich Schiss hast, dich am Ende zu bereuen, weil du weißt, es kostet am Ende irgendwie jemand das Leben oder du kriegst dadurch ein schlechtes Ende. Oder verlierst einen Finger oder sonst irgendwas. Ein paar Episoden später passiert übrigens exakt dasselbe nochmal mit Petra oder Ivor. Nach dem Tod wird die Person halt auch wiederbelebt. Wenn man schon Tode in sein Spiel einbaut, wieso macht man sie dann wieder rückgängig? Das ergibt für mich irgendwie einfach keinen Sinn. Weil ich fände es ja nicht schlimm, wenn man es rückgängig machen könnte, wenn die Person dann wenigstens sauer auf dich wäre oder eure Beziehung irgendwie nicht mehr die gleiche wäre, weil sie dich ja geopfert hat für eine andere. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Tod in Minecraft Story Mode, der wohl als einer der traurigsten Tode der Videospielgeschichte gezählt werden dürfte. Das Schwein Ruben, was einen das ganze Abenteuer lang begleitet hat und mit Abstand der coolste und witzigste Charakter war, fällt vom besiegten Riversturm und stirbt. Man kann absolut gar nichts dagegen tun und letztendlich despawnt er und wird zu rohem Schweinefleisch. Oh oh, da können aber The Last of Us Fans zum The Last of Us 2 Teil auch einiges sagen. Wieso wird er nicht wiederbelebt? Nein, ernsthaft. Wenn man das Spiel gespielt hat, ist es tatsächlich traurig, da Ruben bis dahin unironisch der coolste Charakter des Spiels war. Auch wenn die Entwickler diese Troll-Animation mit dem Fleisch eingebaut haben, trifft es einen als Spieler dann doch etwas. Aber kommen wir zum Thema zurück. Neben den Entscheidungen gibt es nämlich auch noch andere Gründe, wieso das Spiel Hate abbekommen hat. Spielerisch setzt auch Minecraft Story Mode natürlich auf das bewährte Telltale-Konzept aus Cutscenes, Dialogen, Quicktime-Events und minimalistischen Rätselpassagen. Nur alles nochmal eine ganze Spur langweiliger. Die Zwischensequenzen sind dank der schnarchigen Story regelrecht einschläfernd. Die wenigen Quicktime-Events sind noch leichter als in anderen Spielen des Studios. Rätsel werden eigentlich immer mit dem Betätigen eines Hebels gelöst und die Dialoge zwischen den Helden sind unfassbar belanglos. Ja, ich sage, es gibt echt gute Games, die dann einfach durch zu lange Dialoge, die zu komplex sind, dass einfach du nur Gelaber zuhörst und viel weniger spielen kannst. Aber ich finde, Spiele wie Until Dawn und Man of Medan schaffen das trotzdem. Aber einfach, weil du viel mehr zuhören musst und in den Dialogen ja Entscheidungen getroffen werden müssen, deswegen funktioniert das. Ich kenne aber auch einige Games, die mich wirklich genervt haben, obwohl sie atmosphärisch und von der Szene her und Story echt vielversprechend waren, die durch die ganzen Rätselpassagen einfach nur noch scheiße waren. Bestes Beispiel habe ich ja letztens gesagt, Poppy Playtime 3, was mich so genervt hat durch die ganzen immer wieder gleichen Rätseln, wo man auch schon überhaupt gar keine Lust mehr hatte, weil gerade war eine geile Jagdszene und auf einmal wird die unterbrochen von einem Rätsel. Ja, fühle ich. Und ja, einige Ansätze der Kritik verstehe ich auch, aber so schlimm, wie das Spiel da dargestellt wird, ist es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Okay, kann ich nicht sagen, ich habe es nicht gespielt, aber meine Aussage bezieht sich definitiv auf viele Games, die das so gemacht haben, wo entweder die Dialoge zu lang waren. Quicktime-Events stören mich persönlich eigentlich nie, muss ich sagen, aber halt auch teilweise Rätsel, ne? Viel zu viel Rätsel, Hauptsache das Spiel in die Länge ziehen, Hauptsache das Spiel geht statt 3 guten Stunden und dann wäre es ein gutes Game nochmal 6 Stunden, also hat man 3 Stunden Gameplay drauf, was nur nervig ist. Das verstehe ich bis heute immer noch nicht. Das mit der Story verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich persönlich finde die eigentlich ziemlich cool und langweilig finde ich das Spiel auch absolut nicht. Das ist halt hier wahrscheinlich dann auch wieder Geschmackssache, was man halt sich erwartet hat von dem Spiel. Als Kind habe ich mir wirklich gern Content zum Spiel angeschaut und es hat mich halt auch ziemlich gut unterhalten. Man muss aber dazu sagen, dass sich Minecraft Story Mode eher an Kinder richtet und deshalb wahrscheinlich auch etwas simpler gestaltet ist. Trotzdem finde ich das Spiel auch heutzutage absolut nicht bad. Man wollte eben ein charmantes Storygame für Minecraft-Fans erschaffen und ich finde schon, dass das gut gelungen ist. Es gab ja nicht nur Anspielungen an Mobs oder Features aus Minecraft, sondern tatsächlich auch an die Minecraft-YouTube-Szene. In einer Episode dreht sich nämlich alles darum, dass Jesse und seine Freunde bei einer Art YouTuber-Haus ankommen. Während sie da sind, passieren aber einige Morde und sie müssen eben zusammen mit den YouTubern herausfinden, wer der Mörder im Haus ist. Was ich bei dieser Episode halt so cool finde, ist, dass hier YouTuber aus der realen Welt, wie zum Beispiel DanTDM oder Captain Sparkles mitspielen. Und das ist doch cool. Die gleichzeitig auch die Synchronsprecher ihrer eigenen Charaktere sind. Das ist geil, sowas. Das habe ich so noch nie zuvor gesehen und es funktioniert halt auch wirklich gut.
Ich persönlich habe die internationale Szene zwar nie so super aktiv verfolgt, aber ich kann mir gut vorstellen, wie cool das damals für die Zuschauer gewesen sein muss. Bis zum September 2016 kamen also alle weiteren Episoden von der ersten Staffel von Minecraft Story Mode raus und von Juli bis Dezember 2017 kam die zweite Staffel raus. Bald würde also auch eine dritte Staffel rauskommen, oder? Naja, nein. Denn Ende 2018 passierte etwas Unerwartetes. Telltale Games gab bekannt, dass sie ihr Studio aufgrund einer Pleite schließen müssen. Sie hätten laut ihnen zwar vor allem in diesem Jahr ihre besten Spiele veröffentlicht, aber die Verkaufszahlen wären eben einfach zu niedrig gewesen. Doch wie konnte das überhaupt passieren? Die Spiele von Telltale waren doch eigentlich wirklich bekannt und haben Millionen von Views und auch nicht gerade wenig Profit eingebracht, oder? Naja, das kommt halt auf das Spiel an. Telltale hat jedes Jahr aufs Neue 1 bis 2 Spiele mit einer neuen Lizenz rausgebracht und das bezahlt sich eben auch nicht von selbst. Ich habe jetzt nur einen Graphen für Steam gefunden, aber man erkennt daran doch ziemlich gut, dass die Verkaufszahlen nach The Walking Dead immer weiter und weiter gesunken sind. Was haben die alles gemacht? Back to the Future, Jurassic Park, The Walking Dead, The Wolf Among Us, The Walking Dead Season 2 war dann auch schon mal deutlich weniger, Game of Thrones, Minecraft Story Mode ganz wenig, nochmal The Walking Dead ganz wenig, nochmal The Walking Dead, nochmal ganz wenig und dann nochmal Minecraft Story Mode Season 2 hat kaum mehr jemand gespielt. Ja, es ist halt immer so der Anfang, der wird halt viel gekauft und wenn es dann nicht überzeugt, geht's runter, ne? Das Spielprinzip wurde einigen Leuten irgendwann einfach zu viel und da es auch nicht so super viele Innovationen gab, sank das Interesse bei den meisten Leuten. Das Entwicklerstudio holte sich immer mehr und mehr Lizenzen, aber der Profit blieb einfach aus. Ja, bringt halt, also klar, The Walking Dead haben sie sehr, sehr gut gemacht, das soll sehr, sehr toll sein. Ja, aber am Ende dann einfach nur Titel zu nehmen, die halt gut gelaufen sind als Filme, da muss man sich halt spielerisch dann auch immer wieder was Neues einfallen lassen, als einfach nur das, was bei einem Spiel geklappt hat, auf alle anderen zu kopieren. Und die Schließung hatte im Endeffekt viel mehr Einfluss auf ihre Spiele, als man zuerst denken würde. Einige Spiele und eben auch der Minecraft Story Mode wurden aus allen digitalen Stores entfernt und sind bisher auch nicht mehr zurück. Ich bin ehrlich, ich würde heutzutage wirklich gern den Minecraft Story Mode spielen, aber es gibt leider echt wenige legale Möglichkeiten. Oh, echt? Bis vor kurzem konnte man Teile des Spiels aber auch auf Netflix spielen, doch das ist mittlerweile nicht mehr möglich. War es das also mit Telltale Games? Tatsächlich nicht, denn auf den Game Awards 2019 wurde angekündigt, dass LCG Entertainment die Namensrechte von Telltale Games gekauft hat und nun an einem The Wolf Among Us 2 zusammen mit Ad Hoc Studios arbeitet. Ad Hoc Studios wurde übrigens von ehemaligen Telltale-Mitarbeitern gegründet, also könnte man quasi schon von einem Revival von Telltale Games sprechen. Auch wenn sie zum Beispiel nicht mehr die Lizenzrechte von The Walking Dead oder Stranger Things besitzen, planen sie trotzdem alte Telltale-Geschichten fortzusetzen und auch neue zu erschaffen. Ja, ich glaube halt in der Gaming-Welt ist es ähnlich wie in Filmen. Es ist halt immer schwieriger, was Neues zu finden, was Neues zu erfinden, was am Ende halt funktioniert. Ich kann euch zum Beispiel 12 Hours empfehlen, das habe ich auch gespielt. Das war das Spiel, was man immer von oben gesehen hat, was aber so gut funktioniert hat, weil dein Tag immer wieder neu angefangen hat, wenn du erschossen worden bist und du musstest immer wieder in dem Loop mehr Sachen herausfinden. Das war halt genial. Ich merke halt oft, wenn Spiele mal wirklich was ganz Neues machen, sich was ganz Neues trauen, dann haben die Leute auch wieder Lust, aber es ist halt oftmals so wie damals mit Fortnite, es kommt halt ein Battle Royale raus und dann wird es einfach nur noch durchkopiert, dieser eine Modus, der halt funktioniert. Oder Spiele wie Among Us werden dann kopiert. Oder dann gab es ja dieses Only Up, wo man nur hochgehen konnte, da gibt es mittlerweile auch 1000 Kopien. Ich glaube, dass es dadurch, dass es halt schon so viel gegeben hat, immer schwieriger ist, Neues und Innovatives zu erfinden, wo man sagt, es funktioniert und man vermisst das Alte nicht. Deswegen, ich verstehe schon die Schwierigkeit, aber nur weil halt eine Sache bei einem Spiel funktioniert hat, heißt es halt nicht, dass sie bei jedem funktioniert. Und auch hier muss man wieder sagen, es ist halt vieles auch einfach Geschmackssache. Ich feiere teilweise Spiele, die andere überhaupt nicht mögen und nicht nachvollziehen können, warum ich die Spiele gut finde. Doch Minecraft Story Mode ist bis heute leider immer noch nicht erwerbbar und ich denke, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Das ist halt schade. Das fand ich auch damals bei PT schade. Das war ja mit das beste Horror-Game überhaupt. Es war zwar nur eine Demo, die gab es aber irgendwann auch nicht mehr. Ich würde es mir zwar wünschen und auch eine Fortsetzung wäre bestimmt cool, aber seien wir ehrlich, das wird nicht passieren. Unfassbar erfolgreich war die Reihe leider nicht und wenn überhaupt, müsste man meiner Ansicht nach ein komplett neues Spiel erschaffen. Trotzdem bin ich gespannt auf die kommenden Spiele von Telltale und auch auf die Minecraft-Spin-offs von anderen Entwicklerstudios.
Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann ein neues Minecraft-Storygame von einem anderen Entwicklerstudio raus. Ja, wenn es ein gutes Spiel ist, wäre ich auch gewillt, es zu spielen. Ich tue mir oft leichter, wenn ich irgendwelche Story-Spiele spielen kann, weil ich liebe gute Story-Games. Ich will eigentlich immer Story haben. Das heißt, vielleicht erwartet da uns ja noch was Gutes und meine Minecraft-Liebe wird doch noch entfacht. Aus, wenn die liebe Isa und die liebe Toni und der liebe Basti es versucht haben. Es hat mich nicht gehuckt. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung. Hast du das Spiel gespielt? Wenn ja, fandest du die Story gut? Findest du Minecraft ohne Story besser? Oder bist du eher, dass du sagst, ey, Roblox ist das, was ich will? Gibt's für Roblox zum Beispiel Story Mode? Ich glaube nicht. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Unten in der Beschreibung findet ihr das Originalvideo. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben natürlich auch. Und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Ey, yo, Gnu, du hast das Zocken einfach im Blut und jeder guckt dir gern zu.